kleiner okay. Disclaimer vorweg. Alles, was wir jetzt sagen, bezieht sich auf Aussagen vermeintlicher Opfer und ich glaube von so Recherchen des NDR. Niemand ist bis jetzt für irgendwas verurteilt. Deswegen ist das alles nur so, wenn wir so klingen, als ob wir irgendwen hier von irgendwas beschuldigen, das stimmt nicht. Bitte verklagt uns nicht. Wer auch immer. Ich habe auch nicht behauptet, dass irgendwer irgendwen verklagen würde. Es hat auch niemand jemanden vergewaltigt, das wollen wir auch ganz genau klar sagen. Alles nur mutmaßlich, was ausgesprochen wird. So. Genau. Schlimm, dass man das so deutlich sagen muss, aber ja, so ein findiger Anwalt, der ist da schon sehr hinterher, oder die findigen Anwälte. Genau. Deswegen hört am besten den Podcast einfach nicht an. Aber egal, jetzt geht's los. Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Es ist wunderschöner Sommerabend. Es ist sehr warm. Und was gibt's da Besseres, als über mutmaßliche Vergewaltigung zu sprechen? Mit dabei dann natürlich, weil er kennt sich damit aus, Philipp Petzold. Mutmaßlich? Ja. Mutmaßlich. Und alles die liebe Katrin, sie kennt sich auch damit aus, weil sie ist eine Frau. Genau. Und ich habe keine Ahnung. Mir tut das alles nur leid. Hugi bin ich. Hallo, guten Tag. Mir tut es auch jetzt schon wirklich sehr leid, dass wir hier sprechen. Ich habe auch schon ein paar Mal gedacht, wir haben dem Thema nichts noch hinzuzufügen wahrscheinlich. Aber ach so, worum geht's denn überhaupt? Rammstein. Geht darum, dass die Ärzte in ihrer Show Witze über Rammstein gemacht haben. Darüber das war ja auch noch. Reden. Ja. Ich hatte ja gehofft, dass du, Philipp, krass up to date bist. Ja, so ein bisschen. Naja, also wie gesagt, also die unsere Zuhörenden. Wie alle Menschen in Deutschland oder auf der Welt werden es ja mitbekommen haben. Verschiedene Frauen haben, ihren Namen vergessen. Philipp? Ich weiß, dass sie eine Irin war. Ja, das reicht. Man muss den Namen ja auch nicht sagen. Weißt du, zuerst hat die Irin über Twitter Vorwürfe geäußert gegen Till Lindemann, die gar nicht so konkret waren, sondern es hieß nur, sie hat einiges vergessen. Sie war auf einer After-Party, After-Show-Party. Ich hasse das Wort After-Party übrigens. Aber das heißt es ist ja auch noch nicht mal die After-Show-Party, sondern es ist die geheime After-Show-Party, um die es ja hier geht. Genau. Vielleicht war es ja auch eine eingeladen, wurde ausgewählt. Und sollte dann Geschlechtsverkehr haben mit Till Lindemann, hat das aber abgelehnt, kann sich dann an nicht mehr so viel erinnern und hat blaue Flecken, die dann so aussehen, als wäre sie hart angepackt worden. Und, sehr hart. Ja, und das hat sie über Twitter öffentlich gemacht. Was dann auch direkt zu Verwirrung geführt hat, weil sie mehrere Tweets waren und die meisten Leute natürlich dann nur den ersten Tweet gelesen haben und dann kamen noch Zusatzinformationen und man musste es dann halt schon fertig lesen und dann hieß es, sie habe ihn der Vergewaltigung bezichtigt, was sie gar nicht getan hat und ja, schlägt Wellen in alle möglichen Richtungen und daraufhin, es ist gar nicht so viel passiert erst, bis dann sich noch weitere gemeldet haben und ich glaube, ein richtig groß ist es geworden durch das Video von der Ella Shikes. Ja, genau. Ja, die dann auch auf dieser, die halt auch eine riesige Reichweite hat und auch auf einer solchen geheimen Aftershow-Party gewesen ist und die aber ja vorzeitig zu ihrem Glück verlassen hat. So. Mhm. Und mittlerweile gibt es ja auch recht große Videos von Rezo und von der Parabelritter hat auch was gemacht, mittlerweile glaube ich zwei Videos. Ja. Ja.
Und es ist auch gut so, dass es nicht direkt wieder untergeht und dass das Thema weiter heiß bleibt. Mhm. Ja, warum? Meine Frage an euch, die erste Frage, wart ihr überrascht, als ihr das gehört habt? Absolut überhaupt nicht, weil wir haben ja schon mehrfach auch mal festgestellt, dass jeder irgendwie jemanden kennt, der schon mal irgendwie, also eine Frau kennt, die irgendwie schon mal was mit Till Lindemann hatte und das ist erschreckend. Da bist du weiter als ich. Till Lindemann ist der moderne Genghis Khan. Ja, also ich habe das schon öfter gehört, aber nie im Zusammenhang mit ja, auf diese eklige Art und Weise, sondern ja, die hatte halt Puppi und Fan und ja. Also, und auch nie jemanden, den ich besonders gut kenne, also so über Ecke. Ja. Ich hatte das auch schon mal gehört, dass die Rammstein-Aftershow-Partys halt schon krass sind und dass da halt auch gebumst wird. Soweit so gut, soweit nicht so erschreckend. Aber jetzt kam ja halt, also was heißt, es kam raus, aber diese so systematische Nummer, die war mir da nicht so dahinter bewusst. Das halt wirklich... Nee, natürlich nicht, mehr auch nicht, ja. Dass halt jemand, der für Rammstein arbeitet, halt Frauen vorher so wie castet, anschreibt, einlädt in diese sogenannte Row Zero mit halt mutmaßlich dem eigentlich einzigen Ziel, dass die dann halt mit Till Lindemann bumsen. Was denen aber nicht kommuniziert wird und auch nicht auf deren Nachfragen. Also das heißt, nein, darum geht's nicht. Und wir wollen nur ein bisschen privat feiern. Also da gebe ich jetzt das wieder von der Kyla Shikes. Ja. Also für sehr mich kam das schon überraschend, weil ich ich höre relativ viel so im härteren Bereich, was so Mucke anbelangt. Und die meisten, die so ein Auftreten haben, was besonders krass sein soll, das sind eigentlich so die harmlosesten Teddybären, die man sich so vorstellen kann. Ganz stimmt. Oft. Das stimmt, das stimmt. Aber hast du das bei Till Lindemann auch gedacht? Ja, das Ding ist halt, ja, schon, weil ich habe mich jetzt nie so intensiv mit Rammstein beschäftigt. Also natürlich die Mucke gehört, ist klar. Und natürlich war für mich so in der Wahrnehmung, dass die zwar immer als Skandalband galten, ich aber nie so richtig einen Skandal gesehen habe. Das war immer so mein Ding. Ich habe immer gedacht, ja, Rammstein halt. Und viele Leute regen sich drüber auf. Und ich dachte, die wissen immer ganz genau, was die da tun. Und dass die halt auch mit einem Image spielen können. Und einfach deswegen bin ich davon ausgegangen, dass die Typen ganz in Ordnung sein müssen. Das ist interessant, weil ich bin kein Rammstein-Fan. Ein bisschen die Musik gehört, aber einfach nur über das, was ich so mitgekriegt habe, automatisch habe ich den schon so eingeschätzt, dass es da ziemlich kracht. Sexuell. Das ist halt auch die Frage, ob das schon immer bei ihm so war, weil ich hatte den früher so ein bisschen, also ich sag mal so, seit Lindemann ist der sowieso ein bisschen entschwebt, habe ich das Gefühl, dass der noch irgendwie was kompensieren muss. Und ich hatte das Gefühl, dass der früher nicht ganz so krass war. Aber wie gesagt, ich habe mich jetzt nie im Detail mit denen beschäftigt und auch da ist mir auch nie irgendwas zu Ohren gekommen. Deswegen war ich schon überrascht und ich finde es irgendwie so dumm, weil wenn ich jetzt der Typ bin, der krasse Texte schreibt, der ein gewisses Auftreten hat, wenn ich das dann auch im Privaten so lebe, das ist so wahnsinnig dumm, wenn man dann das Gefühl hat, dass man damit durchkommt. Also es gibt ja so durchgeknallte Gestalten, die gab es immer, so ein Gigi Allen oder so. Aber die sind dann auch daran zugrunde gegangen und das waren halt auch, die haben das gelebt auf der Bühne und im Privaten. Und so hatte ich aber Till Lindemann dann doch nie eingeschätzt, dass das, ja, wie gesagt, wir müssen es vielleicht nicht mehr unbedingt jedes Mal dazu sagen, aber es ist ja nichts bewiesen, aber es ist schon erdrückend, was da so Leute erzählen. Und da müssen wir auf jeden Fall auch ins Detail gehen, wie sich da gerade die Gruppen so aufstellen und wer wen verteidigt. Das ist schon... Es ist schon ziemlich traurig, ne, dass man da irgendwie dieser Diskussion überhaupt nicht den Raum geben will. Ja, also wenn man sich in so Kommentarspalten begibt, das ist schon heftig. Es ist, ja, ekelhaft. Also ich habe die dann auch direkt wieder verlassen, die Kommentarspalte. Ich habe irgendwie über Instagram war ich, hat der Metal Hammer nur so ein neutrales Statement und dass die Rammstein verteidigenden Menschen darunter geschrieben haben, auch völlig so unaufgefordert, hat auch gar nicht gepasst. Ich konnte mir das gar nicht durchlesen. Ja, aber das ist auch so dumm. Also die Leute verstehen irgendwie nicht, dass man jetzt nicht
keiner will den jetzt Rammstein insofern madig machen, dass du den nicht mehr hören darfst oder so. Es geht ja einfach nur darum, sich offen mit einem Thema zu beschäftigen. Also einfach mal den Zweifel zuzulassen. Also, du kannst ja nicht irgendwie so überzeugt sein. Ich kenne auch so Leute im Privaten, die so wahnsinnig loyal sind und das auch einfordern und weiß nicht, wo du dann am besten für jemanden lügen sollst in gewissen Situationen. Das war mir immer fremd, weil ich das nicht kann, weil ich das auch schwachsinnig finde. Aber es gibt halt die Leute, die fordern das ein. Du bist mein Freund, du musst jetzt irgendwie mich verteidigen bis zum Tod irgendwie. Und das haben Leute mit Sachen, die sie mögen, ganz extrem. Und das habe ich auch mit sowas, ja. Ja, das habe ich auch noch nie verstanden, weil darum geht es ja nicht. Das ist, also du kannst jetzt nicht, ja, natürlich stützen sich viele dann halt darauf, dass erstmal niemand verurteilt wurde oder so. Aber trotzdem kann man doch drüber reden, ganz neutral, so egal, ob ich die Band mag oder nicht. Finde ich auch. Und dann direkt so ein potenzielles Opfer auch so anzugehen. Oh, das ist nochmal eine ganz andere Ausnahme, ja. Ich habe ja einen TikTok gemacht zu dem Thema, wo ich halt einfach im Prinzip nur gesagt habe, ich bin ja Rammstein-Fan. Mhm. Ich muss jetzt, also, so, naja, aber, also, ich bin ja schon lange, dass ich die oft mal verteidigen musste, oder, das heißt musste, aber das halt gemacht habe, wenn es irgendwie darum ging, das sind Nazis, die sind, machen das, die sind und jenes. Dass ich immer gesagt habe, naja, das ist halt deren Ding, das ist halt deren Art Kunst, Provokation. Ja, die spielen damit. Die spielen damit und das hat halt immer noch irgendwie eine Ebene und ich halt auch immer gesagt habe, wenn man sich dann mal so ein Interview mit den Leuten einzeln anguckt und halt so ein bisschen die Geschichte sich von denen anguckt, merkt man, das ist halt ein Kunstding. Und ich mich aber auch manchmal schon so gefragt habe, wann kommt mal der Punkt, wo ich dann sagen muss, so, ja, das ist jetzt irgendwas, jetzt ist mal irgendwas passiert mit Rammstein, was ich nicht mehr verteidigen kann, was ich auch nicht mehr unter diesem Kunstding verteidigen kann. Und da habe ich halt gesagt, so, das ist jetzt soweit. Es ist ja nichts bewiesen, ne, es ist bisher alles immer noch nur so Anschuldigung, aber so diese ganze Aftershow-Party-Nummer und so, das ist halt sowas, wo ich halt sage, ja, das ist halt ein bisschen weird. Also, das heißt ein bisschen weird. Ich habe immer versucht, wenn das anders aufgezogen wäre, als so, wie es vermeintlich ist bei Rammstein, dann würde ich halt immer noch sagen, also wenn die Frauen ein paar mehr Informationen im Vorfeld bekommen würden, worum geht's da eigentlich wirklich? Oder beziehungsweise, wenn sie feststellen, worum es da geht, und das ist ja alles, das weiß man nicht, dann einfach gehen können und nicht vermeintlich irgendwas in ihre Drinks bekommen. Ne? Weiß man alles nicht. Aber, ja, das ist ja doch, das ist ja genau das Problem, dass er das ja alles, er könnte die Frauen ja auch alle freiwillig haben. Ja? Richtig, ja. Und entscheidet sich dann dafür, dass es eben nicht die Freiwilligkeit ist und der Sex, also vermeintlich, um den es ihm geht, sondern anscheinend geht es halt eben um was anderes, um die Dinge, die in seinen Gedichten auch geschrieben sind. Sieht das so aus? Ich habe auch, muss ich echt sagen, so in der Recherche dann so mit seiner Person so Sachen rausgefunden, wo ich dachte, krass, das ist alles komplett an mir vorbeigekommen. Ich habe ja damals, also wie gesagt, sein Lindemann-Projekt ist ja noch ein bisschen, das geht noch ein bisschen steiler als Rammstein, was so Skandale anbelangt. Und der hatte da mal diesen Knebel-Song, da war wohl das Video gleich indiziert und das hatte ich dann irgendwo auf einer Pornoseite gefunden, weil ich wissen wollte, warum das jetzt so krass ist. Und dann jetzt in der Recherche gesehen, dass der halt wirklich einen Porno gedreht hat als Musikvideo, also wirklich ein Porno. Und damals bei Pussy waren das ja irgendwelche Körperdubes, soweit ich weiß. Und da haben die halt das als so als Gag genutzt, aber die sind jetzt nicht selber als Akteure aufgetreten. So. Und dann habe ich so Sachen zutage gefördert, wo man wirklich denkt, was stimmt mit dem Typen nicht. Also ich finde es ja okay, dass er vielleicht sexsüchtig ist oder was auch immer und dass er da seine Groupies braucht. Aber dann gilt es, Regeln einzuhalten. Ja, und dann gehört halt so eine Ausweiskontrolle zum Beispiel auch mal dazu. Vielleicht. Und dass man da nicht so jemanden engagiert, der so ein Casting
durchführt und die Leute belügt und also vermeintlich. Und ich kann ja mal. Ja? Ja, erzähl ruhig. Sprich fertig. Ich kann ja mal so zum Vergleich. Ich war ja schon mal in so einer Backstage-Situation mit einer Band, wo auch einer dabei war, der gerne Groupies hat. So. Mhm. Zufällig, als ich noch sehr jung war. Und wenn ich das vergleiche mit dem, worum es hier geht, also ich will jetzt nicht die Band sagen wir mal, aber ich war 16 und ich war auf einem Konzert mit einer Freundin und die Band, da war einer dabei, der, also die waren alle sehr bekannt, aber einer, ja, hat wohl gerne Groupies. Und ich habe das nicht wahrgenommen. Ich war auf einem Konzert als 16-Jährige und wir wurden dann, meine Freundin und ich, gefragt von einem der Security-Leute, während wir halt die Band angeguckt haben, ob wir da Backstage wollen. Und wenn du 16 bist, denkst du nicht daran, dass es da um irgendwas Sexuelles geht. Mhm. Das denkst du nicht dran. Und da hat auch niemanden... Minderjähriges geht halt überhaupt nicht. Dann sind wir da im Backstage gegangen und ich erinnere mich noch, da waren dann irgendwie 15 Frauen oder so, die dann einfach nur in so einen leeren Gang, wo du rein bist. Und da standen die anderen Bandmitglieder, ich glaube zwei von denen, und dann kam der, um den es geht, kam dann rein und die ganzen anderen Mädels waren dann auch so verschüchtert und so komisch am Grinsen und ich dachte, hey, was ist denn das für eine komische Situation und warum sagt nicht einer irgendwie Hallo oder so? Weil man denkt so völlig, völlig, völlig naiv, wenn man noch zu jung ist. Kann sein, dass ich echt sogar noch 15 war. Und dann hat sich so relativ schnell herausgestellt, dass er halt alle mal durchchecken wollte, aber das war nicht so gezwungen. Ich bin dann einfach halt zur Seite weggegangen und habe mit einem anderen von der Band mich unterhalten, der einfach nur zugeguckt hat. Aber trotzdem stehst dann da und denkst dir, was ist denn hier jetzt los? Aber wenn man halt selber in der Pubertät ist, man sieht es vollkommen anders. Ich fand es dann auch nicht so, ich war dann eher so fasziniert und dachte so, wow, krass, ja, Rockstar und okay, drei gleichzeitig, Respekt. Ja, ich würde ja nicht mal sagen, dass das irgendwie, das kannst du nicht mal auf die Pubertät schieben. Da ja sowieso, da bist du ja in jeder Lebenslage fast überfordert, finde ich. Also das Ja, man hat aber von dem Thema noch nie irgendwas genau gehört. Weißt du, das aber war ich so. Finde, das macht ja nicht mal vor Erwachsenen halt, weil du bist ja auch nicht regelmäßig in so einer Situation, also gerade so mit Promis zu tun zu haben. Also ich habe schon einige in meinem Leben gesehen. Ich war einmal Backstage bei einem Sänger so, aber ich bin halt keine Frau, so weißt du. Und das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Und du denkst, ich finde, man kann von niemandem verlangen, dass man sich darauf einstellen muss. Ja, und egal, ob du jetzt 16 bist oder volljährig, das ist völlig egal. Ja. Ich finde, diese Aufklärung, man kennt so Stories über Groupies und sowas, aber ich weiß nicht, ob man jetzt dieses Vorwissen haben muss. Vielleicht heutzutage ja, aber zu der Zeit, wo du 16 warst, ganz sicher nicht. Also das würde ich niemandem, weil du hörst halt diese dummen Sprüche überall, ja, auch von unserem lieben Kollegen Dem, der in der Gruppe gerade noch geschrieben hat, ja, wer zu einem Rammstein-Konzert in Backstage geht, der muss wissen, auf was er sich einlässt. Sehe ich halt völlig anders. Ja. Du darfst nicht erwarten müssen, dass du jetzt irgendwie fürs Ficken rekrutiert wirst. Das stimmt. Nicht. Und in dem Fall, wenn ich halt offensichtlich auch noch so jung bin, und da, also da denkt man erstmal, cool, man trifft jetzt den Musiker. So. Ja, genau. Das Erste, was man denkt. Und dann hat man auch nicht gesehen, wer noch mit hintergegangen ist. Das hat sich dann halt so, da ist ja so gedrängelt, du bist sofort dann da drin und du hast, ich habe nicht gesehen, dass dann da nur Mädels sind. Das ist dann teilweise auch dunkel, bis dann da mal eine Tür aufgeht und du hast da dann Licht. Mhm. Und da muss man noch dazu sagen, dass ich halt an dem Musiker nicht interessiert bin. Meine Freundin war halt voll der Fan und ich hätte sowieso, dachte ich mir. Aber wenn ich mir halt vorstelle, man ist dann da mit 15, 16 in so einer Situation und man ist halt wirklich riesiger Fan von diesem Typen. Mhm. Und dann geht man da wahrscheinlich wirklich völlig ohne nachzudenken, macht man das dann mit, weil man ist so überwältigt von dieser Situation und ist so, fährt halt dann auf dieses Idol so ab auch, denke ich mir. Ja. Ich finde das da, man muss auch ganz klar dazu sagen, das funktioniert auch völlig ohne Promi-Status. Also man darf es nicht unterschätzen, was so ein auf Leute zugehen, was das bewirken kann bei Leuten, die unsicher sind. Also ich kenne eine Person in meinem Umkreis, die hat mal erzählt, dass die auch
in jungen Jahren irgendwie, ich habe Fotos mal gesehen bei Facebook mit einem Typen so und das sah halt relativ vertraut aus und ich dachte, oh, wie kam denn das zustande so? Und auch selber gesagt, sie hat selber gesagt, sie war halt jung und völlig überfordert mit der Situation und entstehen irgendwelche Fotos, ne, und das, du kriegst einen völlig anderen Eindruck und ich finde einfach, dass das auch dieser Promi-Status hin oder her, das ist, verstärkt alles nochmal, aber ich finde, das funktioniert im Alltag genauso, wenn du vielleicht auf jemanden stehst oder irgendwie, wenn irgendjemand dir überlegen ist, dann kann er das voll für sich ausnutzen. Ja, ja. Und das muss man eigentlich immer adressieren und die Leute sensibilisieren. Deswegen finde ich solche Gespräche völlig wichtig, jetzt mal unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht, aber das muss definitiv ein bisschen die Leute da sensibilisiert werden. Vor allem, also wenn man jemanden Also so eine Frage zu diesem, dieses generell so dieses Klischee, Rockstars oder Musiker, berühmte Leute, Backstage. Da habe ich immer so gedacht, ja, das ist dann halt, da ist dann so eine Party im Hintergrund, da werden dann so ein paar Leute, die die Band kennt, so eingeladen und vielleicht irgendwie noch coole Leute im Publikum oder irgendwie so, ne? Aber ich habe immer, umso mehr man davon hört, umso mehr habe ich immer das Gefühl, das ist so, so perfide irgendwie. Das ist halt auch nicht diese romantische... Kommt die Band an und was es ist, ganz das, unterschiedlich. Ja, genau. Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil ich war auch schon nur auf einer Aftershow-Party, aber da durfte einfach jeder hingehen, der auf dem Konzert war. Nee. Und das waren dann einfach irgendwelche Leute, die halt noch Zeit hatten. So. Und da war auch die Band da und die waren einfach da halt wie... Gäste halt auch. Natürlich wurden die ein bisschen mehr umringt und mit deren, die hatten da ein bisschen was zu tun und so. Aber das war so eine Art Party, wo die halt auch mit da waren. Und da habe ich so gedacht, ja klar, natürlich sind hier bestimmt jetzt auch welche, die gut finden und wer weiß, was dann da noch passiert. Mhm. Aber gerade jetzt bei Rammstein oder auch das, was du gerade erzählt hast, ist es schon so wie, ihr werdet dann aus dem Publikum so rausgezogen. Ja, ja. Schon geguckt, ah, die sind schon auch ganz schön jung und dann werden die da so aufgereiht und das hat ja nichts mehr von so einer romantischen, ach, man hat sich da im Backstage zufällig getroffen, sondern das ist so wie so eine, so rangezogen, hingestellt, wie so Fleischbeschau. Also das ist ja, genau, das, was ich jetzt erzählt habe, da ging es dann auch wirklich darum. Und es war aber auch dieser eine Musiker, der das halt wollte und dann wahrscheinlich auch dafür bekannt war, was ich nicht wusste. Und es war auch die haben als Vorband gespielt und zwar direkt nach der Vorband und zwischen den Bands. So. Und er hat sich von denen, er hat halt alle mal kurz, sag mal, durchgecheckt und hat von denen dann am Ende 3 oder 4 mitgenommen, die dann auch die Hauptband nicht mehr gesehen haben. Ne? Braucht man auch, finde ich. Also man kann sich nicht mit einer zufrieden geben. Das ja, genau. Und man braucht auch vorher dann eine Auswahl von irgendwie 15 und muss über alle mal... Über alle mal drüber stecken, wenn man dann entscheidet, wen man. Ja. Ey, du in einer perfekten Welt, wenn das alles irgendwie auf Gleichberechtigung basiert und jeder weiß, was er kriegt, dann finde ich das ja völlig unproblematisch. Dann kannst du von mir auch deine Groupies da am Abend wegballern, aber es ist halt, was man auch damals, also ich hätte das auch immer so verteidigt, aber. Seitdem, ich habe ja diesen Boys Club Podcast gehört, wo es halt um Julian Reichelt geht und die Bild im Allgemeinen und den Machtmissbrauch, der dort stattfindet. Und Machtmissbrauch ist so irgendwie das Thema, was man gar nicht so auf dem Schirm hat, dass man eigentlich das nicht unterschätzen darf, wenn jemand Macht über dich hat. Das ist ja, wie ich es gerade so ein bisschen angedeutet habe. So, darf ich mal ganz kurz einlenken? Zu meinem Beispiel jetzt, das war aber jetzt halt freiwillig, weil ich konnte ja gehen. Ich habe gemerkt, oh, da ist was komisch und ich musste überhaupt, man hat mich vollkommen in Ruhe gelassen. Hat ja niemand dann, du guckst da halt ein bisschen und dann gehst du halt irgendwann wieder, so. Was vollkommen anderes, als wenn dann halt wirklich so ein Konstrukt aufgebaut ist, was dazu da ist, dass die ja selbst die nicht wollen halt, ne? Ja, das ja, ist ja alleine schon Manipulation. Alleine schon, wenn du, also sagen wir mal jetzt so, ne, selbst in dem Falle jetzt bei Rammstein, allein, dass du da halt eingeladen wirst, dass du dann so das Gefühl hast, erstmal, ja, du bist dann Fan von denen und dann wirst du von denen eingeladen und du denkst ja auch irgendwie, du bist denen irgendwie was schuldig, du musst ja jetzt auch irgendwie
Also so würde es mir halt gehen, dass ich halt denke, wenn ich da jetzt dann wäre, ich würde dann jetzt nicht weggehen. Und wenn ich dann irgendwann merken würde, es geht nur darum, dass ich jetzt mit dem aufs Hotelzimmer gehen will. Soll. Am ersten Moment fühlt man sich auf jeden Fall geehrt so und denkt sich, wow, so once in a lifetime Chance, jetzt denke ich. Ja, und das Ding ist halt, Thema Machtmissbrauch ist dann halt auch einfach so, du willst ja dann auch irgendwie gefallen, ja, wenn du ein Fan von denen bist, ne? Also du willst dann ja auch nicht so, du willst dann halt nicht uncool wirken, wenn es nur das ist, ne? Ja. So. Das und wenn du dann halt auch echt dem so verfallen bist und verknallt bist, dann bist du ja eh irgendwie, dann funktioniert dein Gehirn sowieso anders, dann bist du ja auch schon auf die Art schon irgendwie unter Drogen. Wenn dann noch echte Drogen dazu kommen, ja, und Alkohol und... Alkohol, ja sowieso, das ist ja eh klar. Ja. Und dann ist halt, also das ist halt dann nochmal eine, da dürfen wir ja immer nichts zu sagen, weil das ist ja nicht bewiesen. Wahrscheinlich wird das auch niemals bewiesen werden. Das ist übrigens immer das Interessante oder das so ein dummes Argument, was ich auch ganz viel jetzt schon zu hören bekommen habe. War ja immer, es ist ja nichts bewiesen, du kannst nicht irgendwas behaupten, oder dass ich irgendwas jemals behauptet hätte, ne? Aber, worauf wollte ich hinaus? Es lässt sich ja auch nicht mehr, die Substanzen lassen sich ja nicht mehr nachweisen. Also. Genau, ja, das ist halt nämlich genau ja das Ding. Diese ganze Row Zero Afterparty-Nummer, die ist ja so konzipiert, dass du da nichts mehr nachweisen kannst, einen Tag später. Ja, genau, sie müssen ja auch ihre Handys abgeben. Und alle, die da sind, arbeiten ja für die Band. Und arbeiten für die Leute. Und das sind deren Arbeitgeber. Und dann könntest, das weißt du, was wahrscheinlich passieren wird, ist, sie sagen halt, ja, also wir können uns das nicht erklären, dass da Leute wie so Blackouts hatten. Selbst wenn jemand irgendwas in den Drink getan haben sollten, wir arbeiten daran, das aufzuklären. Oder passiert nichts. Ja. So, also, naja. Aber mutmaßlich. Ja, das ist so irgendwie die Frage, die ich mich gestellt habe, weil du hast ja bei so einem Konzert, gerade bei einem Rammstein-Konzert, das müssen ja unglaublich viele Leute sein, die da hinter den Kulissen beteiligt sind. Und gerade so die Band, ja, es hieß ja immer irgendwie, es ging ja immer sehr gegen Lindemann an sich und selbst, das muss doch jemand irgendwas mitbekommen. Auch nicht nur die Band, nicht nur der innere Kreis, das muss doch theoretisch, wenn du jetzt so eine Location besetzt als Band, dann musst du doch irgendwie auch die Räume, die Räumlichkeiten, die es dort gibt, irgendwie besetzen. Du sagst, hier ist Garderobe, was weiß ich. Und da müsste doch irgendwann mal klar sein, wir brauchen auch so ein Zimmer fürs Abhängen mit Groupies. Ich brauche irgendwie meine Kabine zum... es wurde ja gesagt, das wäre in Deutschland während dem Song, dass da irgendeine unter der Bühne ihm einen geblasen hatte. Das war ja auch wie so ein Raum beschrieben, in den die da gegangen sind, so ein kleiner Raum. Das muss ja alles irgendwie rangetragen werden. So, ne? Okay, aber ganz ehrlich, das glaube ich nicht, dass das ein Problem ist. Das ist eine riesige Band. Was da so eine Location, was das Platz hat und das ist auch alles so wirre, weißt du? Dass da nicht irgendwie eine Putzfrau mal was mitbekommt oder so, ich weiß nicht. Also, nein, das ist. Ich denke, da laufen doch so viele Leute rum, die jetzt nicht irgendwie andauernd nach einem Bändchen gefragt werden oder jetzt in irgendwelche Bereiche nicht rein dürfen. Ich denke mir schon so von der Band her, was man für ein Selbstbewusstsein haben muss, dass man sowas durchzieht über Jahre lang. Also da hätte ich dauerhaft Angst, dass sich da irgendwie das alles zutage kommt. Aber ja, das ist, wie du sagst, ne, Hugi, das ist ja so irgendwie da gebaut, dass man eben nichts rausfindet im Zweifelsfall. Oder wenn was rauskommt, dann kann man das schnell leugnen, weil... Dann gibt es ja auch immer noch das Hotel und da kannst du sowieso nicht, wenn dann die noch zum Hotel gekarrt werden. Und so einen Raum da zur Verfügung zu stellen, ist nicht das Problem. Ja, das ist ja auch so, was man so hört, dass viele Leute, die das wissen, also es scheint ja wirklich, du hast es ja auch schon eingangs erwähnt, dass das eigentlich Common Sense ist, dass Rammstein so abgeht auf den Aftershow-Partys. Dass diese Kyla Shikes das auch gesagt hat, dass ihr Management ihr dann abgeraten hat, ihre Meinung dazu oder ihre Einschätzung, wie auch immer, das öffentlich zu machen nach dem Konzert, weil dann kriegen wir keine Freikarten mehr, so wurde es gesagt. Also, dass schon die Leute auch irgendwie Angst haben oder
ihre eigenen Vorteile sehen und dass sowas dann doch schon. Man muss halt auch werden kann. Sehen, was für ein Geld-Ding-Fluss dahinter steckt. Also was da alles an Rammstein so dranhängt, wer da alles noch irgendwie Geld mit verdient. Und ich habe aber das Gefühl, das ist immer ein ganz großer Grund, warum viel nicht rauskommt oder so, warum da nicht drüber gesprochen wird, weil alle da mehr, da so viele Leute noch dranhängen, die da auch irgendwie Geld mit verdienen. Und dann wird das halt so, ne, dann sagt halt Management mal irgendwie so, ja, nee, sag da mal lieber nichts zu, weil wer weiß, ne, was. Wer weiß, man weiß es halt nicht, aber man kann es, also ich kann es mir schon so vorstellen, wie das da so. Ja, aber selbst die Fans sind ja dann schon gefährlich. Du willst ja nicht gegen so eine bekannte Band was sagen, dann hast du die ganzen Fans auch noch gegen. Ja, genau. Also, ohne die Drohung von irgendwelchen Managements, ja. Sehr gutes Argument von Rezo in seinem Video, wo es auch darum ging, wenn das Argument kommt, du willst ja irgendwie bloß Fame abgreifen, wo er auch mal gesagt hat, was das bedeutet. Diesen Fame abzukriegen, das willst du einfach nicht, wenn du dann Morddrohungen bekommst und dann völlig lächerlich gemacht bist in der Öffentlichkeit. Das kann ja niemand wollen, bloß für die 5 Minuten Aufmerksamkeit. Das ist ja Quatsch. Also ganz ehrlich, wenn man sich vorstellt, also wenn ich mir vorstelle, ich bin in so einer Situation, ich wüsste nicht, ob ich das öffentlich machen könnte. Die Vorstellung ist super gruselig. Ja, das stimmt schon. Ne? Ich würde, wenn ich die Frau gewesen wäre, ich hätte da nichts gesagt. Weil ich genau wüsste, die Leute werden erstmal sagen, wieso geht man da hin? Kannst du dir wohl denken. Du warst doch nur besoffen, du hast noch nie richtig Party gemacht. Du weißt gar nicht, wie das ist. Also jetzt ich, der echte Hugi zum Beispiel. Ich war ja jetzt letzte Woche auf André Diers Geburtstag. Da bin ich ja auch ohne Erinnerung am nächsten Tag auf dem Sofa von André Diers mit blauen Flecken aufgewacht. Aber er hatte ein großes Grinsen im Gesicht. Ja, er hatte ein großes Grinsen im Gesicht. Aber ich habe mir die Sachen halt selber in meinen Drink getan. Wegen denen ich mich an nichts mehr erinnern kann. Aber das ist halt was, das kommt dann natürlich als Argument. Und ich hätte dann halt da auch einfach nichts dazu gesagt. Weil ich genau gewusst hätte, nee, mal lieber nicht. Weil die Leute werden mich fertig machen. Und so ist es ja auch ganz offensichtlich. Ja. Das ist was mich auch nicht so sehr überrascht hat, die Reaktion der Fans. Weil man ja schon sagen muss, na Rammstein, das ist halt einfach super kommerziell. Mhm. Und da sind halt einfach auf super viele Trottel dabei. Mhm. Also Rammstein war auch nie eine Band, wo ich immer dachte, mit denen fühle ich mich eins. Das sind so, wenn jemand ein Rammstein-T-Shirt hat, da habe ich nie gedacht, der ist bestimmt cool. So, ich habe immer gedacht, das ist keine Ahnung, was das für einer ist. Gibt dann, ich habe das zum Beispiel oft so auf Festivals, da sehe ich dann Leute mit irgendwelchen Bandshirts und da denke ich immer, ach, die sind bestimmt cool, mit denen könnte man rumhängen. Bei Rammstein habe ich das noch nie gedacht, weil ich einfach dachte, jeder ist irgendwie vielleicht ein Rammstein-Fan. Und jetzt merkt man das halt auch. Aber es überrascht mich auch nicht so sehr, wie emotional die Fans da sind. Ne, dass die das nicht so voneinander mal trennen können, dass die nicht auch mal Kritik annehmen oder reflektieren oder halt so trennen eins vom anderen, ne, von diesem generell, man muss ja Rammstein immer verteidigen und dann, ne, also das ist so. Aber, man muss sich das mal vorstellen, wie viele Frauen sich dann da jetzt gemeldet haben. Ja. Das ist für unfassbar viele. Viele Reaktionen, das ist halt schon sehr, ja, es kommt einem, sag mal, sehr wahrscheinlich vor. Ja. Und jetzt, wenn man sich das mal vorstellt, man hat es mit wenigen oder du hast da ein, zwei Opfer, die haben ja niemals irgendeine Chance. Mhm. Und bei sowas, wirklich so viele und dann trotzdem da noch so dagegen zu gehen, ist schon. Ja, das ist so wie in die Ecke gedrängt, weil du wirst irgendwie nicht verteidigen müssen, warum du jetzt diese und jene Band hörst. Aber da sind wir halt bei Kunst vom Künstler trennen, ob man das kann, ob man das verteidigen kann, ob man da durchaus mal sagen kann, ja, ich finde die Person beschissen, aber ich höre die Musik gerne. Es kann ja beides funktionieren. Man muss sich halt mit dem Thema beschäftigen und nicht einfach nur sagen, ja, ist nichts passiert, ich kann die guten Gewissens weiterhören. Ja, aber das machen halt viele. Ja. Und das ist genau die Reaktion. So dieses Verdrängen, ist doch egal, stimmt nicht. Fragt man sich, wann bei denen dann der Punkt wäre im Einzelnen,
wo es dann kippt, wo sie sagen müssen, ja. Gibt es wahrscheinlich nicht, weil was soll denn noch? Das ist eine zu große Masse. Und allem. Also was würde denen genügen, dass sie das wirklich auch nicht mehr leugnen können? Ja, also ohne Scheiß. Ich glaube, die könnten auftreten und dann in die Menge schießen mit echten Waffen. Und dann gibt es immer noch welche, die verteidigen würden. Das kann natürlich sein. Ne? Nicht mehr so viele vielleicht, ne? Aber das würde dann so langsam abnehmen. Aber das wird es immer noch geben. Es gibt immer so Leute noch, denen alles scheißegal ist, die so oft aus Selbstschutz manchmal dann einfach machen. Die auch nicht davon unterscheiden können, ich fand jemanden gut bis dato X. Bis ich dann was rausgefunden habe über die Person. Und jetzt hinterfrage ich das kritisch. Die gehen dann in die andere Richtung. Die gehen dann in so eine Verteidigungsrichtung. Und sagen halt, nee, das ist alles gut. Damit die sich selber nicht irgendwie diese Frage stellen müssen. Oh, was habe ich da eigentlich gemacht die letzten Jahre? Der Typ bei Battle Angel Alita, der sich beim Motorballspiel die Hände hat abtrennen lassen von einem Fahrer und der dann noch von den anderen beneidet wurde. Oh, du hast so ein Glück. Alle strecken ihre Hände durch. Nimm mich! Ja. Überall die Hände. Steht er da mit seinen beiden Stumpen. Ja. Oh Mann. Ja. Okay, ja. Ach, ich hätte trotzdem gern Dave dabei gehabt, so ein bisschen als Gegenstimme. Ich weiß nicht, aber inwiefern. Stimmt sein. Ist. Naja, der hat es jetzt in der Gruppe ziemlich. Soll ich das mal vorlesen? Darf ich das machen, ja, oder? Nee, gleich lassen. Eigentlich besser nichts aus den Nerdship Podcast Privatchat vorlesen. Wurde da jemals was Problematisches geschrieben? Nein. Wenn das rauskommt, wenn der NDR da mal reinforschen würde, dann. Wenn sich viele Zuhörende auch fragen, oh je, was habe ich denn da die letzten Jahre mir mal angehört? Ich glaube, die werden eher gelangweilt den Chat verlassen wegen dieser Elternthemen, dieser langweiligen, oh mein Kind, was mache ich denn jetzt? Ja, stimmt. Nein, ich denke, Dave wäre da schon auch so ungefähr so auf unserer Meinung gewesen. Dass der würde halt sagen, naja, das gehört ja, dieses Klischee gehört ja schon irgendwie dazu, oh, Rockstars, da wird vielleicht viel gebumst. Bla bla bla. Und Dave wird das vielleicht so ein bisschen mehr verteidigt. Ja. Aber auch nur so unter der Prämisse, unter dieser romantischen Vorstellung, ja, das ist halt dann Party und cool. Und dann wird er halt mal so durch Zufall wer mit weggeschnackselt. Aber ich glaube auch nicht, dass er dieses System, was halt auch genau diese problematische Situation hervorruft. Ja, dann weiß er davon offensichtlich nichts, weil in der lest euch die Nachricht durch. Das klingt schon irgendwie. Der hätte mir jetzt mal dabei sein müssen. Hätten wir den ja, fertig. Deswegen sage ich ja, das ist schade. Ja. Weil so eine bisschen so eine Gegenstimme hätte schon interessant gewesen. Ich habe ja David auf dem Geburtstag von André Diers auch getroffen. Ich kann mich halt an fast nichts mehr erinnern. Ich glaube, dass ich mich da schon mal mit ihm drüber unterhalten habe. Das ist zum Beispiel schon wieder was ich affig finde, dass jetzt die Ärzte da so ihre Scherze machen, live über die ganze Situation. Und das dann halt jetzt aber so geächtet wird, dass man das jetzt nicht machen darf, aber. Wenn man sich so diese Mitschnitte anschaut, dann ist schon relativ klar, woher die kommen und wie die es irgendwie einschätzen. So. Da sind dann die Leute wieder komplett zugeknüpft und verstehen den Humor nicht. Das finde ich dann wieder schade. Das ist ja das andere Spektrum. Also, Werden auch bestimmt Leute über unseren Podcast hier sagen, dass wir viel zu lustig darüber geredet haben. Oder so. Soll ich mal einen Witz erzählen zu dem Thema? Mach mal. Aber ich habe auch Angst. Ich habe ein bisschen auch Angst, dass ich gecancelt werde, dann, wenn ich das jetzt erzähle. Ich spreche dir zu lachen. Also, ich habe nicht meine Freundin, sondern eine Freundin von mir. Die ist großer Rammstein-Fan. Und die ist im Begriff, sich ein Rammstein-Tattoo machen zu lassen. Die hat schon dieses Rammstein-Symbol. Und das soll aber noch erweitert werden. Oder sollte bis jetzt. Ja. Und ich habe halt dann sie gefragt, ja, also jetzt so aktuell, wie ist denn so deine Idee dazu? Und sie so, ja, ich weiß auch nicht, naja. Und dann habe ich gesagt, nee, du könntest es ja noch ein bisschen covern lassen.
und lässt dir dann einfach, also hast du schon das Rammstein-Symbol und schreibst dann einfach noch drunter Row Zero Ultra. Ja. Ja, ist gut. Dann hat sie gesagt, ja, nee, mach ich nicht. Also sie war schon so ein bisschen, also sie ist auch schon sehr, sehr reflektiert und sagte, ja, irgendwie blöd jetzt, ne? Aber mal abwarten, was so passiert. Also, das beste Argument gegen Tattoos im Allgemeinen, ja. Wenn du dir von irgendjemandem oder irgendeiner Band oder so ein Tattoo stechen lässt, ja, du weißt nie, was da mal kommt. Aber auch dann musst du halt fähig sein, damit umzugehen und das irgendwie zu verteidigen. Und das ja. Nehmen sich viele so diese... Um es halt im Zweifelsfall wegzumachen. Du darfst dir das halt nicht dann zu Herzen nehmen. Entweder du machst es dann weg, oder du sagst halt, ja, das ist halt damals so gewesen. Das wusste ich halt nicht so... Hilft dir halt nichts, wenn du auf der Straße irgendwie bespuckt wirst, aber ich sag mal so, ja. Die Typen gibt's ja sowieso immer, ne? Die sich angegriffen fühlen von irgendwas. Was soll ich denn sagen mit meinem Hakenkreuz-Tattoo gerade? Mensch. Ach, heftig, heftig. Das Thema jetzt durch? Ihr klingt so auserzählt, ist das Thema jetzt schon durch, aber man weiß ja nichts Genaues jetzt nicht. Wart auch immer... bis der Christian Solmecke immer wieder irgendwas Neues bringt, aber zurzeit ist irgendwie tote Hose. Na gut, die Anwälte schießen jetzt scharf und jetzt wird sich jeder 10-mal überlegen, was er schreibt. Mm. Ja, ich hoffe, dass allgemein über Machtmissbrauch und so, dass da noch... Ja, definitiv. Dass man da noch dran arbeitet. Das also ich kann noch... Ich kann noch erzählen, ja. Nochmal zum Thema Rammstein-Fans. Ich bin der Einzige mit TikTok. Und ich habe ja halt dann ein Video dazu gemacht und naja, und dann ist es immer so, dann landest du immer in so einem Algorithmus. Und ich bin direkt in so einem Rammstein-Verteidigungs-Algorithmus gelandet, oh, wo ich dann nur noch, also wirklich, also naja gut, naja doch, ich habe auch schon, also so kritische Sachen, so viel Passmann und sowas und so Leute und so, das habe ich eh viel gekriegt, kriege ich aber sowieso viel, aber ich habe auch unzählige so Zusammenschnitte mit so emotionaler Musik und dann Bilder von der Band dazu. Und dann aber, oder das und aber auch so, ah, die sind so hot. Ist doch kein Wunder, dass da so viele Frauen hingehen, Videos bekommen. Ich dachte, Alter, ohne Scheiß. Also sitzen sich halt wirklich Leute hin und schneiden Videos zusammen von Bildern von Rammstein, aber vor allen Dingen auch Bilder, die mindestens 20 Jahre alt sind. Ja. Dann so Hotboy-Mucke dazu und dann so Texten darunter wie, ah, die Jungs sind so hot, die könnten niemals jemandem etwas zuleide tun. Mir wird sowas bei YouTube andauernd vorgeschlagen. Irgendwelche, irgendwelche Schnipsel, Videoschnipsel von vor 20 Jahren, wo die mal aufgetreten sind und ganz cool waren oder lustig. Und ich mir denke, ja, es ist ja niemand jetzt nur problematisch. So, das ist ja, natürlich sind die auch in Ordnung. So, das sagt ja jetzt keiner was an. Ich kenne genau sowas mit Memes, die mir bei Pinterest dann angezeigt werden. Da habe ich schon in so Bubbles reingeraten. Denn die Musiker, einen Jungen und dann hast du da die Sprüche dazu. Mhm. So. Also ich habe jetzt mal unsere neue Hörerin, wir haben eine neue Hörerin, die heißt Clyde, die ist jetzt auch hier gerade bei Discord im Chat. Wenn ihr das lesen wollt, ihr zwei müsst ihr mal bei Podcast reingehen in den Chat. Und ich habe Clyde gefragt, ob sie Rammstein mag. Und ihre Antwort ist eigentlich ziemlich bezeichnend. Der hat jetzt einen GIF geschickt, wo Till Lindemann den Flag geküsst. Und ich finde, das ist eigentlich der Beweis, dass die Jungs völlig in Ordnung sind. Sind einfach die Besten. Ja. Ich denke, so können wir auch abschließen, das Thema. Rammstein sind einfach die Besten. Kriegt euch mal eins, nichts bewiesen. Oh Mann. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ach, ich sag jetzt doch noch mal was. Ich habe am Anfang echt so gedacht, oh, das könnte jetzt so das Ende für Rammstein. Damit geht's jetzt zu Ende. Irgendwie nach all den Skandalen. Das ist es jetzt, der Pimmel von Till Lindemann. Das ist jetzt das, was alles zum Einstürzen bringt. Das habe ich auch gedacht. Oh, ja. Aber mittlerweile denke ich schon so wieder, naja, nee, also ich gehe eh davon aus, dass die sowieso nicht mehr so lange machen. Genau, das war auch mein Gedanke, ja. Aber ich glaube, das ist nicht das Ende, sondern das wird einfach so auslaufen irgendwie. Und da werden sich, also da werden zu Recht viele Leute, die gerade dieses Thema immer weiter, auch kritisch immer noch hervorheben.
Aber ein ganz großer Teil wird das einfach ignorieren und sagen, ja. Und am Ende führt es einfach zu noch mehr Popularität, ey. Noch mehr Gespräche über die. Was ich mir gedacht habe, was so paradox ist, dass Rammstein nach all den Möchtegern-Skandalen jetzt einen echten, wirklichen Skandal hat, finde ich. Weil sonst alles, was davor kam, das Leni Riefenstahl-Video, naja gut, alles okay, aber ich finde, das ist jetzt mal wirklich was, wo man sagen kann, hoch. Für mich ist auch immer noch wichtig, wie kann ich das für mich nutzen, die Situation? Und ich habe ein Lied geschrieben. Oh, sehr schön. Ist noch nicht fertig. Aber es ist im Prinzip so eine Persiflage auf Rammstein, aber halt wie Till Lindemann singt das, was er vermutlich, angeblich, eventuell so nach einem Rammstein-Konzert macht. Das ist die Idee von dem Song. Muss ich jetzt nur schnell veröffentlichen, dass das jetzt bald noch rauskommt, aber ich habe Angst vor Anwälten. Ja. Das Lied heißt dann Lindemann mit einem N. Und das Video, wird das auch ein Porno, den du drehst? Ja, muss es eigentlich, ne? Eigentlich schon. Ich habe halt schon überlegt, dass ich mich halt verkleide und immer sagt, das ist nur Zufall. Nur Zufall. Hier geht's gar nicht um Rammstein in dem Lied. Hä? Naja. Aber ich denke, das wird wahrscheinlich Jan Böhmermann machen. Vor mir. Und dann auch in besser, weil der halt Ressourcen hat und eine Band. Ich bin immer so ein bisschen enttäuscht, dass die so mit dem Thema schon so durch sind bei Fest und Flauschig. Ich freue mich da immer, wenn die drüber reden. Gerade über so aktuelle Themen im Allgemeinen, aber so Rammstein haben die relativ schnell abgefrühstückt. So, ich glaub, die haben es in 2 Folgen immerhin gehabt. Aber ich glaube, Olli Schulz, der ist so... Ja. Der weiß auch nicht so genau, der hat ja auch selber, glaube ich, gesagt, weiß nicht, ob er dem Thema irgendwas Gehaltvolles hinzufügen kann, aktuell. Ich hatte da gar nicht mehr die 2. Folge gehört. Ich habe nur einmal... Also, als wir es zum ersten Mal drüber gesprochen haben, das habe ich gehört. Bin ich nicht mehr up to date. Haben Sie noch mal? Ja, aber halt so nach dem Motto, so, ja, lass uns jetzt nicht mehr darüber reden irgendwie. Fand ich ein bisschen schade. Ich bin aber auch so jemand, der da gerne den neuesten Shit abbekommt und die, beziehungsweise so Einschätzung finde ich immer ganz interessant. Ja. Aber wenn du halt dann doch irgendwie gar nichts damit zu tun hast, dann kannst du auch nicht so viel dazu sagen. Das ist auch so schwammig, was du jetzt so sagen oder vermuten kann man jetzt viel, aber das, man braucht jetzt mal wieder ein paar Fakten, die es wahrscheinlich immer geben wird. Das ist halt so ein Ding, ne? Ich glaube, Leute, die wirklich Informationen hätten, die rücken da erstmal nicht mit raus. Ja. Mhm. Das wird sich dann noch zeigen, wer wie wann genau verurteilt wird für irgendwas oder auch eben nicht. Und wer wie auf welchen Gehaltslisten steht und oder vielleicht oder auch nicht und so. Also ich habe das Gefühl, da müssen wir noch ein paar Jahre warten, bis wir wirklich nochmal Infos dazu bekommen. Ich habe da zu dem Thema mit meinem Cousin geschrieben, weil ich da irgendwie, ich weiß nicht, ob ich was im Status hatte, so, und der hat gefragt, ist das jetzt das Ende, so nach dem Motto, da habe ich gesagt, naja, man kann ja wenigstens mal Stellung beziehen zu dem Thema, so als Ben, und da hat er bloß geschrieben, naja, du weißt, wie es ist, Geld regiert die Welt, wird alles unter den Tisch gekehrt. Ja, genau. Na gut, aber es könnte schon sein, wenn, lass mal ein, zwei, die sich jetzt noch wirklich dann vielleicht doch entscheiden, dass sie sich trauen, was wirklich öffentlich zu machen, dann geht's ja doch weiter. Also, ja, wenn sie Beweise haben, also sonst werden die ganz schnell klein gemacht von findigen Anwälten. Ja. Mhm. Einer, der mit drin steckt, der müsste. Lustigerweise haben jetzt Rammstein ja den Böhmermann-Anwalt, der den auch schon oft vertreten hat. Also das echt? Sind schon echt, oder stimmt. Die Anwaltskanzlei. Mhm. Das sind schon Profis, die wissen, was die machen. Und der hat auch, ich glaube, in der 2. Folge auch nochmal erwähnt, der Böhmermann, das ist jetzt absolut nach Played by the Numbers ist. Jetzt geht es wirklich darum, was machen jetzt Anwälte in so einer Situation. Und da wird halt natürlich erstmal alles abgemahnt, was geht. Und das sind so die logischen Schritte, die man jetzt macht. Schadensbegrenzung. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist, wenn das jetzt wirklich rauskommen würde, dass das alles Bullshit ist? ob ich mir da irgendwie dumm vorkommen würde? Ich habe noch keine Antwort darauf. Ich glaube nicht, weil wir glauben halt einfach auch mal. Man muss auch mal opfern, erstmal glauben. Ja, das finde ich halt auch. Es ist halt ein Unterschied, ob eine Person irgendwas behauptet oder halt sehr viele Leute. Ja. Was behaupten, was sich halt auch deckt und was halt auch irgendwie logisch zumindest
glaubwürdig irgendwie ist, ne? Also das ist halt einfach. Das passt halt auch ja zusammen. Und es gibt ja auch Chatverläufe und es gibt ja auch von dieser, von der nicht geheimen Aftershow-Party immerhin dann auch, es gibt auch Videomaterial und so. Und ja, das passt halt zusammen. Ja. Da greift schon einiges so ineinander, was für. Es ist absolut müßig, irgendwie jetzt bestehende Fälle mit dem aktuellen Fall zu vergleichen, weil das ist immer Bullshit. Also wenn du jetzt sagst, ja, so Kachelmann war auch nichts dran oder so, ich finde, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Absolut, so. Gott, überhaupt nicht. Ey. Übrigens, es gibt ja durchaus diese Argumente im Raum, dass man sagt, ja, das ist wieder eine, die sich wichtig machen will oder eine Gruppe von Frauen. Halt ja, apropos Bullshit. Thema Jörg Kachelmann, ich finde das immer sehr gut, ich folge dem auf Twitter. Der wird immer als Beispiel, sexueller Missbrauch, sonst was irgendwie, der wird immer rangezogen als, das ist genau wie bei Jörg Kachelmann, die Frau will nur Aufmerksamkeit, bla 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 bla. Und Jörg Kachelmann ist immer der allererste, der dazu schreibt, erstens, das ist ein ganz anderer Fall gewesen, du musst jeden Fall einzeln betrachten, das ist völlig anderes, hat nichts mit mir zu tun, schaltet mal euer Gehirn ein. Genau. So, Rammstein-Fans. Ach, naja. Und wer es noch nicht gesehen hat, die Videos da von Kyla Shikes und Rezo und Parabelritter und was empfehlt ihr noch? Es ist Christian Solmecke für die sehr nüchterne Anwaltsansicht, aber sonst sind die das auf jeden Fall angucken. Und ich finde auch, muss ich echt sagen, ich bin ja immer gerade so Parabelritter, so bin ich nicht immer so dahinter, aber ich finde auch, dass alle Videos, die ich zu dem Thema gesehen habe, so von den gerade genannten, war ich eigentlich immer sehr konform, jetzt wie mit dem Thema umgegangen wird. Sie haben das gut gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Und da auch gucken, wann welches Video veröffentlicht wurde, weil zum Beispiel Parabelritter hat noch ein zweites nachgeliefert, weil das vorher wieder nicht mehr, noch nicht mal gesehen. Nicht mehr aktuell war. Das ist sehr gut. Ja. Ja, ich kann auch empfehlen, das Video von Till Lindemann. Nein, es gibt den Porno. Das Porno, genau, guckt euch das mal an, das ist wirklich abgefahren. Also ich habe ja gedacht, ich habe zu dem Typen alles gesehen, aber das ist nochmal. Wo kriegt man Holy das? Moly. Schickst du das dann auf VHS? Auf einschlägigen Pornoseiten. Tatsächlich, weil das ein Porno ist. Ich schicke dann mal den Link. Na dann. Ist die Musik wenigstens gut? Ich habe da nicht drauf geachtet, das war ich wahr. Nur die volljährigen Zuhörenden gucken sich das bitte an. Natürlich. Ja, gut. Na dann. Die Bock auf Till Lindemanns Schwanz haben, die dürfen sich das natürlich auch ansehen. Hab gehört, den kann man irgendwie relativ günstig kriegen, ohne viel Aufwand. Brauchst eine Rammstein-Karte, das reicht so. Nicht mal. Die kriegst du musst so tun, als willst du. Ja, aber du musst eine Frau und zwischen 20 und 25 sein. Ja, Dresscode ist wichtig. Und du kannst auch natürlich in irgendwelchen Clubs rekrutiert werden. Du brauchst nicht mal eine Rammstein-Karte. Oder über Instagram sogar auch nur, ne? Also, wenn das jetzt noch jemandem zu kompliziert ist, dann kann ich auch nicht mehr helfen. Easy. Gut. Gut. Ein Star zum Anfassen. Er ist für alle da. So. Oh je. Komische Schlussworte. Ja, liebe Zuhörende, never meet your idols. Achso, das ist jetzt so dumm hinten dran gehangen. Ist egal. So, never met your idols, damit meine ich auch uns, weil trennt das Werk vom Künstler, privat sind wir sehr viel schlimmer. Richtig. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören, bis nächste Woche. Tschüss.